Hey, hey, heute erster Eindruck zu Castle of Alchemists von Team Machiavelli. Im Early Access seit dem 17.05.2023. Das Spiel kostet euch regulär 15 Euro. Wenn das Video rauskommt, ist das Spiel für 6,60 Euro im Angebot. Und es gibt außerdem eine Demo, falls ihr erstmal so reinschauen wollt. Am 3.11. gab es einen großen Content-Patch, die Version 0.9. Und der Release ist für das erste Quartal 2025 angesetzt. Wir haben hier einen Hybrid aus einer Tower Defense und einem Top-Down-Action-Spiel in Pixelgrafik. Ihr spielt als Bellator, hier vorne ist er, direkt auf dem Title-Screen. Eine Mischung aus einem Warhammer 40.000 Space Marine und dem Doom Marine. Und ihr übernehmt die Verteidigung des Castle of Alchemists, relativ einfach. In der Vorbereitungsphase platziert ihr Fallen und in der Actionphase greift ihr selbst mit ein, weil die Fallen das meistens nicht so gut alleine hinbekommen. Es ist ja keine richtige Tower Defense. Als ersten Eindruck vorneweg, insgesamt ein gutes Spiel, wenn man auf das Action Tower Defense Genre steht und zum Beispiel Orcs Must Die, Sentry oder Dungeon Defenders mochte. Mir ist das Spiel ein bisschen zu schnell, aber gegen das Problem gibt's Eistürme. Gut, bevor wir in den Gameplay-Part reinschauen, es gibt kein Master-Audio, aber einen getrennten Musik- und Soundeffekt ist leider. Der Soundtrack ist außerdem gerade für einen Euro im Angebot, falls euch gefällt, was ihr hier hört. Theoretisch gibt es eine deutsche Textausgabe, es ist aber noch nicht alles fertig übersetzt und beim Umstellen der Sprache bekommt man den Hinweis, dass die Sache erst kurz vor Release angegangen wird. Ich finde das User-Interface außerdem ein bisschen unübersichtlich und fummelig und das Tutorial war so dermaßen genau, dass es dadurch schon wieder kompliziert wurde. Und den Rest kümmern wir uns dann jetzt in der Burg. Was außerdem, wo ich gerade den Spielstand ausgesucht habe, ein bisschen lustig ist, ihr habt vorne drin stehen, wie viele Stunden ihr auf dem Spielstand verbracht habt und das zählt in den Nachkommastellen bis 100 hoch. Also steht da zum Beispiel sowas wie 2,75 Stunden. Was total schräg ist. Aber na gut, hier ist euer Hub quasi, bevor ihr in die Mission reingeht. Training kommt ihr hier unten in den Courtyard und könnt ein bisschen rumballern. Dann habt ihr hier oben eure Waffenkammer. Fangen wir direkt mit noch was Negativem an. Ihr müsst den Großteil eurer Ausrüstung craften. Dafür braucht ihr Materialien. Und je seltener die Materialien sind, desto weniger haha habt ihr davon. Ihr könnt das aber abdrehen, dafür habt ihr dann halt eine geringere Chance, dass ihr gute Gegenstände bekommt. Und das ist wirklich das, was mich aktuell fast am meisten stört in dem Spiel. Ihr geht zum Beispiel auf sowas wie euer Schrotgewehr. Dann könnt ihr hier oben, was sehr cool gemacht ist, eine Variante aussuchen. Zum Beispiel ein Einzelschuss-Schrotgewehr, ein Schrotgewehr mit 3 Schüssen, das dafür ein bisschen weniger Schaden macht. Oder ein Schrotgewehr, das Feuerexplosionen verschießt. Und hier habt ihr dann eine Prozentanzahl, wie hoch die Chance ist, dass ihr zum Beispiel ein lilanes Schrotgewehr bekommt. Das ist aber noch nicht alles. Da sind extrem starke Eigenschaften mit drauf. Zum Beispiel könnt ihr ein Schrotgewehr kriegen, das Überpenetration hat und mehrere Gegner gleichzeitig wegputzen kann. Oder ihr kriegt eins, das das nicht hat. Oder ihr kriegt ein Schrotgewehr, das nur Fähigkeiten hat, die ausgelöst werden, wenn ihr ausweicht. Zum Beispiel Bomben legen oder Öl auf den Fußboden verspritzen. Es gibt riesige Unterschiede in derselben Waffenklasse, einfach nur durch das Crafting-System. Und ja, das Zeug hier ist schnell weggecraftet und um an neue Materialien zu kommen, müsst ihr den Endless-Mode grinden, was ein bisschen schräg ist. Wichtig dazu aber, ihr habt hier so eine Vermintide 2 Zwergen Gatling Gun und ihr könnt die auf eine Bolt Gun umstellen. Ha, 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 Space Marine! Nein, das sind alles sehr coole Sachen hier. Es ist jetzt noch keine Waffe oder irgendeinen Gegenstand gefunden, wie zum Beispiel die Drohne hier oder die Feuerbomben oder die Explosionsfässer, die irgendwie nicht gut gewesen wären. Dann haben wir hier oben im zweiten Slot unseren Mutationsscreen. Da machen wir unsere Level-Ups. Deswegen sage ich ja Space Marine. Wer das hier schon mal, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, hat das hier schon mal so gesehen. Ihr könnt hier verschiedene Sachen upgraden. Ich bin aktuell auf Gesundheit geskillt. Und hier drüben auf Nahkampf, weil ich einfach gerne Nahkampf machen wollte. Und ich dann Ausdauer und Gesundheit geskillt habe, weil die Ausdauer schnell weg war und ich ziemlich schnell umgefallen bin ansonsten. Nein, ihr kriegt hier eine Spezialisierung für alles, was es im Spiel gibt. Also Fernkampf, Nahkampf, die Fallen selbst, eure Handgranaten, so Späßchen, die kleinen Türme, die ihr aufbauen könnt, eure Drohnen, eure Fallen, die ihr mitnehmen könnt, nochmal für den Action-Modus. Also ich meine jetzt nicht die Fallen, die ihr im Vorbereitungsmodus baut,
sondern die, die ihr hier dann in der Armory nochmal ausrüsten könnt. Ja, euer Bellator hat eine Schulterkanone, die ist extrem stark, hat langen Cooldown, eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe, einen Spritzenslot, wo ihr verschiedene Spritzen aussuchen könnt. Die Standard ist die Gesundheitsspritze. Dann habt ihr 4 Ausrüstungsslots. Und das wird im Prinzip alles dadurch, naja, ausbalanciert, dass das Zeug Gewicht hat. Ich kann zum Beispiel den 4. Slot gerade schlecht besetzen, wobei es stimmt gar nicht, wenn ich mir das so angucke. Wir haben noch fast 2 Kilo Platz. Was haben wir denn so? 2 Kilo ist zu schwer. 1,75. Wir könnten also noch Blendgranaten mitnehmen, ja? Zu meinen, genau, das sind Blendgranaten, zu meinen normalen Handgranaten. Hoffen wir mal, dass das einen unterschiedlichen Cooldown hat. Ja, ich sag, hier holt ihr euer Equipment rein. Das Ganze ist dadurch ausbalanciert, dass ihr Gewicht habt. Ihr könnt, also, ihr habt keinen Vorteil im Ausweichen oder so, wenn ihr niedriges Gewicht habt. Ist nicht Dark Souls, aber ihr könnt nicht über das Gewicht drüber gehen. Aber wo ist nicht Dark Souls? Ihr habt echte Bosskämpfe in dem Spiel hier, wo ihr gegen einen großen Gegner kämpft, der verschiedene Phasen hat, wo der Tower Defense Aspekt quasi komplett aus dem Bild gerutscht wird. Hier sind ein paar coole Helme mit drin, die man auch kennt, so wie die da sind, oder? Aber na gut, genug Easter Eggs gesucht. Gehen wir mal eins zurück. Dann haben wir hier drüben den Workshop. Da gibt es die Fallen und die Türme. Die Fallen baut ihr im Vorbereitungsmodus. Es gibt genauso wie bei den Waffen ganz viele verschiedene Varianten davon. Die könnt ihr hier unten reinpacken. Ihr habt 3, 6, 8 Fallen, die ihr mitnehmen könnt. Wir müssen umstellen, weil wir gegen die Feuerfraktion kämpfen. Heißt, wir stellen unsere Feuerfalle auf Eis um und den Ölspritzer auf Wasser. So oder so ähnlich ist die Idee. Der Rest kann, glaube ich, so bleiben. Hier habe ich einmal Blutungsfallen, dann eine Deckenkanone, Bodenkreissägen. Wer Orcs Must Die gespielt hat, kennt die Fallen hier alle. Irgendwem hier in dem Team Machiavelli hat Orcs Must Die extrem gut gefallen, weil viele von den Nah- und den Fernkampfwaffen sind von dem Warmage und die Fallen sind alle in Orcs Must Die drin. Die Katze hat sich gerade hingesetzt und verfolgt den Mauszeiger. Hier drüben gibt es die Türme. Türme sind fest installiert auf der Karte. Ihr könnt nicht aussuchen, wo die sind. Und ihr könnt hier auch eine von 3 Varianten aussuchen. Ich habe es jetzt meistens die Balliste genommen. Ich würde gerne mal den Mörser bauen. Aber ja, das war im Prinzip die Vorbereitung, die ihr vorher trefft. Ich würde sagen, wir spielen 1 oder 2 Karten. Hier drüben ist noch die Bibliothek. Da bekommt ihr Buffs und Debuffs erklärt und könnt sehen, was die Gegner für Resistenzen haben. Ansonsten geht ihr in den War Room. Der War Room. Von hier aus legt ihr los. Das hier sind aktuell die beiden Bereiche von der Burg, in denen ich spielen darf. Wir wollen hier rüber. Dann sucht ihr euch ein Level aus. Ich wollte mit euch in die Iron Mines gehen. Da kämpfen wir gegen die Feuerfraktion. Wir schalten die neuen Power Fists frei und die neue Schulterkanone. Heißt, das hier ist ein relativ neues Level, schätze ich. Hier oben könnt ihr die Missionskarte sehen. Wir haben hier einen zentralen Turm, der hoch in die eine Lane schießen kann und runter in die andere. Hier würde ich wahrscheinlich hier einfach zumauern und hier dann eine gemeinsame Verteidigung aufbauen. Sowas in der Richtung. Schaue ich mal nach. Schwierigkeit könnt ihr, glaube ich, genau, könnt ihr umstellen. Ich habe noch nicht auf höhere Schwierigkeit gespielt. Und ihr habt für jede Mission nochmal Challenges, die ihr machen könnt, damit ihr die verschiedenen Crafting-Materialien bekommen könnt. So, hier unten könnt ihr nochmal eure Ausrüstung checken und auch direkt in den Workshop oder in die Waffenkammer gehen, falls ihr unten was seht, was euch nicht zusagt. Dann, ja, würde ich sagen, deployen wir. Und schauen mal, ob ich mit euch zusammen durch die Sache durchkomme, weil ich muss mich schon manchmal ein bisschen konzentrieren. Also ich habe es jetzt erst ein Level verloren, aber die anderen waren trotzdem, werden die manchmal ein bisschen hektisch. So, da ist unser Kerl in seinem Bagdad-Tank. Wenn ihr in der Mission sterbt, in Anführungszeichen, dann kommt ihr hier im Krankenbett wieder raus und werdet wieder fit gemacht, damit das weitergehen kann. Okay, wir haben hier ganz süß, wie das auch in Dings ist. In Orcs Must Die kriegt ihr hier angezeigt, von wo die Gegner kommen. Es ist insgesamt hässlich hier. Ich glaube, damit wir die hier rüberführen können, haben wir gerade das Geld nicht. Dafür müssen wir nämlich hier zumachen und da zumachen.
Ich habe bis jetzt noch keine Gegner gesehen, die das hier mit Absicht angegriffen haben. Die sind aber mit Sicherheit im Spiel. So, die laufen jetzt hier entlang. Die müssten auch dann da entlang laufen. Das ist doch schon mal von Vorteil. So, ich denke, hier wird sich trotzdem der Ballistenturm anbieten insgesamt. Der Flammenturm. Toll, dass ich den dabei habe gegen die Flammenfraktion. Wir bauen hier den Ballistenturm hin. Links unten habt ihr das Eisen, falls ich es noch nicht gesagt hatte. Ja, das wird trotzdem eng und hässlich hier. Machen wir es einfach noch ein bisschen enger, würde ich sagen. Und dann können wir auch schon loslegen. Was kostet mich so eine 25? Ah, wir können auch Eis in die Richtung schießen. Das würde uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Den können wir gleich verkaufen und dann passt das schon. Also die erste Welle werde ich wohl per Hand niederschießen müssen. Da ist er, Bellator. Ich habe eine Eisarmbrust mit dabei und ein Eisschwert. Wir gucken mal. Oh je, die Eisarmbrust zieht es nicht so richtig raus, sehe ich gerade. Aber das Schwert knallt gut gegen die Jungs. Rechts unten ist die Ausdauer. Die ist relativ schnell leer, wenn ihr die Nahkampf geskillt habt. Schulterkanone! Die ist wirklich schnell leer, wenn ihr keinen Nahkampf geskillt habt. So, machen wir ein Sprengfass drauf. Hier oben unser Geschützturm. Dann schießt mal ein bisschen auf die Jungs. Lassen wir den Turm auslösen. So, das Schwert, das ich hier habe, kann nochmal aktiviert werden. Dann macht das extra Eis. Quasi genau das Richtige gegen die Kerle hier. Die haben Fernkämpfer, da müsst ihr dann aufpassen, dass sie nicht allzu dicht drankommen. So, wir haben da auch eine Betäubungsgranate mit. Ja, die hat auch gut funktioniert. Alles in Ordnung bis jetzt. Hier stellen wir noch einen Sprengfass hin. Also die Sachen haben nur Cooldown. Die ganzen Fallen und Handgranaten, die ihr hier mit dabei habt. Ist von daher ein relativ aktives Spiel. Kampfsystem gibt sonst noch Ausweichen her und ihr könnt über sehr viele Sachen drüber springen mit eurem Fanghaken, den ihr gerade benutzt habt. Gut, maximale Punktzahl erreicht, das gibt extra Eisen. Dann bauen wir noch ein bisschen. Der Kerl macht wieder Pause im Bagdad-Tank. Wir können hier sehen, was für Gegner kommen. Es sind diesmal Djinns mit dabei und Slave Giants, die sind gar nicht so ohne. Gucken wir mal, die kann ich diesmal nicht einfach so alle niederschießen, so wie jetzt gerade. Also bauen wir den Kerl hier ab. Ja, yeah. Wir könnten die richtig zusammenziehen, indem wir hier noch dicht machen. Kann ich die Mitte da? Achso, doch, habe ich. Müssten dann jetzt hier entlang laufen. So, und wenn wir jetzt die hier auch noch... Also ihr könnt hier richtig schön so ein Maze bauen, wie in der klassischen alten Tower Defense. Die müssen jetzt da unten vorbei. Wenn ich die jetzt auch noch klein mache, am besten nach hier. So, dann müssen jetzt alle durch die Mitte durch. Heißt, hier können wir schön auf die Treppe unsere Kanone hier bauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding hier ist nicht verkehrt. Bringt uns noch nicht allzu viel. Von hier oben runter wäre vielleicht wirklich nicht schlecht. Nur mal zwei Stück nach hier. Und hier machen wir dann... Gefällt mir gerade alles nicht, was ich hier mache. Wir bauen hier so ein Pendel dran. Können wir nicht mittig reinmachen? Gut, dann machen wir es nach hier. Dann hoffen wir mal, dass irgendwas davon funktioniert, ohne dass ich direkt gefressen werde. Im Endeffekt habe ich immer noch das Schwert. So, Sprengfass drauf. Von wo kommt denn die erste Welle? Die Armbrust hier ist wirklich nicht besonders gut. Da habe ich mich ein wenig verkauft. Die Crankgun ist ganz gut, die Shotgun ist auch nicht verkehrt. Und die normale Armbrust ist vor allen Dingen auch ganz gut. Nur die Eisarmbrust hier, die nicht besonders viel taugt, weil die halt eine Eisarmbrust ist und die Gegner verlangsamt. Betäuben wir mal die Jungs und die Türme weiterarbeiten können. Nochmal Eis an die Sack. Am Anfang hat man so einen Powerhammer. Der hat noch eine Spezialfähigkeit drauf, womit ihr die Gegner zurückstoßen könnt. Er hat aber extrem viel Ausdauer verbraucht. Der hat wenig Spaß gemacht. Wir stellen uns mal hier oben gemütlich an die Ecke.
Aufklärung über die Gegner hier belästigen können. Ich sag, die Türme allein können nicht allzu viel machen, leider. Ihr habt rechts diesen lilanen Balken. Der zeigt euch an, wie viele Gegner noch kommen, diese Welle. Und rechts oben habt ihr den ganzen Kram. Timer, in welcher Welle ihr seid, bla 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 bla. Also wir ziehen ihn mal lang, schießen da durch. Also auf dem Schwert hier ist extrem viel cooles Zeug drauf, dass zum Beispiel Gegner, die wenig Gesundheit haben, sterben. Dass ich Chance habe, einen extrem starken Angriff zu machen, der auch Gegner, die quasi noch voll sind, one-hitten kann. Da habe ich echt Glück gehabt mit dem Ding. Gut, läuft bis jetzt ganz ordentlich. Hat diesmal nicht gereicht für die drei. Zu wenig Kombo-Punkte gekriegt. Ihr könnt hier einfach drüber gehen. Das Spiel zeigt euch dann an, was das alles bedeutet. Ich bin ein wenig unzufrieden mit der Gesamtverteidigung hier. Wir bräuchten zwei von den Eissprühern da hoch. Dann als Ausgleich dafür, die haben so weit gesprüht, oder? Und zwei von denen darunter. Ja, das sollte passen. Außer ich vergucke mich da gerade arg wegen dem blöden Ding da an der Decke. Ich hoffe doch mal, dass das da auf der Treppe einfrieren kann. Wenn nicht, dann müssen wir uns da gleich nochmal drum kümmern. Nach Möglichkeit hätte ich auch ganz gerne, dass die Jungs hier oben nochmal ausgebremst werden. Wenn die da gar nicht funktionieren in die Richtung, können wir die auch abbauen. Dann benutzen wir den hier und den hier. Den bauen wir nach hier, sonst zieht er nicht. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Versuche es hier nochmal mit derselben Sache wie da unten auch. Machen es da nass. So, und das sieht doch dann gar nicht so verkehrt aus, hoffe ich. Hier können wir nochmal verengen. Dann kann ich da die Fallen reinsetzen in die Mitte. Und meinen Turm dahinter. Ich sage, ihr könnt euch hier an sowas runterschwingen und wieder hoch. Das Spiel ist da sehr flexibel. Okay, das friert zumindest ein da unten. Das ist da schon mal gar nicht so verkehrt. Ich stehe hier einfach mal, ohne dass ich meinen Charakter sehen kann, und schwinge einfach mein Schwert. Hier seht ihr, es gibt den ganzen Kram, es gibt Rüstung, es gibt andere Buffs, die Gegner haben können, zum Beispiel Geschwindigkeit. Das Spiel ist schon recht, tief, was das angeht. Mir ist nur manchmal ein bisschen zu hektisch bzw. zu unübersichtlich, aber das könnt ihr hoffentlich gerade nachvollziehen, so wie es hier läuft. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr könnt zwar über eure ganzen Mauern, die ihr selbst gebaut habt, drüber springen und drüber schießen, die Gegner können da aber auch drüber schlagen. Damit es halt nicht ganz so schrecklich OP ist, sich einfach hier hinzustellen und in die gegnerischen Ränge reinzuhalten. Wie viele Gegner haben wir denn noch? Langsam müssen wir rum sein, oder? Weil ich fange hier an Schaden zu nehmen. Was ist das denn da? Das hat mit der Verteidigung hier bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Erst da unten, das ist mein Boomstick. Wie viele Schädel gibt es? Zwei nur, schade. Wenige, ach gar keine Achievements gemacht, cool. So, ich denke, eine können wir noch machen. Ich würde sagen, wir bauen uns mal. Wir müssen eigentlich nichts bauen. Wir haben doch das Ding hier. Die ist tatsächlich ganz gut, die Revolving Blunderbuss, die ich hier habe. Die hat 100% erhöhte Crit-Chance, erhöhten Crit-Schaden und 30% Chance auf einen Gratis-Schuss. Das heißt, manchmal schießt das Ding anstatt dreimal einfach zehnmal. Aber ich würde schon gerne nochmal die.
Was macht die hier? Schießt mit Strom, das ist mir egal. Ich hätte gerne eine gute Crankgun. Ich habe die einfach mal gespielt, ich weiß also in etwa, wonach ich suche. Danach suche ich nicht. Sieht die gut aus? Erhöhter Crit-Schaden. Ja, die nehmen wir mit. Besser wie nix. War jetzt auch nichts allzu Spannendes drauf. So, haben wir unser Gewicht auch ausgenutzt. Ab in den War Room. Was haben wir denn noch hier offen? So, da waren wir gerade. Da war ich schon. Da war ich schon. Ach, wir haben hier eine Map, wo die Gegner mal aus zwei Richtungen kommen, ja. Ist das überhaupt erlaubt? Was ist, wenn ich hier zumache? Müssen die dann hochlaufen oder... Naja, sehen wir dann, würde ich sagen, was? So, immer noch Feuergegner. Da gab es die Power Gauntlets. War eine Falle, die wir da gekriegt haben. Das war, da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Na gut. Ich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn ich hier zumache, ob die Gegner dann oben rumlaufen müssen oder unten rum. Wir sehen es ja dann. Das kann alles so bleiben, wie es ist. Feuer frei. All zwei Richtungen verteidigen ist mal nicht so mein Jam. Ach nein, da können die natürlich nicht durch, weil da gibt es gar keinen Weg, den die durchgehen können. Das ist aber auch kurz hier. Bauen mal den neuen Mörserturm. Wir haben auch 700 Punkte gekriegt. Ha. Ha, ha, ha. Okay, dann müssen wir wohl ernst machen, was? Das hier oben, da kann man ein schönes Maze bauen. Hier auch. Na gut, dann. Erstmal von ihrem Weg abbringen. Kreissäge. 1, 2, 3. Kreissäge. 1, 2, 3, 4. Puff. Echt hässlich, wenn ich jetzt nur den unteren Weg verteidige. Jetzt nur den unteren Weg verteidige, weil ich sonst keine Punkte dafür habe. Wir gucken mal, ob das so hinhaut. Und hier müssen wir zumindest irgendwo ein bisschen verkürzen. Geht ja so nicht. Ja, dass die Gegner wenigstens irgendwo hinlaufen müssen und nicht einfach jetzt hier so durchgeblasen kommen. Mit bisschen Glück wechseln die sich ab hier beim ersten Mal. Dann kann ich zumindest einfach so gegen die kämpfen. Guck mal, hier kann ich rüberspringen, schätze ich. Jawohl. Für die muss man ein bisschen komplizierter nachladen, aber sonst ist da auch nichts dabei. Da halt man da einfach mal ein bisschen in die Menge. Das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Man ist dann halt quasi einfach ein eigener Geschützturm. Es sind viele Gegner, die hier kommen wollen. Und sobald unten und oben gleichzeitig Gegner kommen, sind wir komplett am Arsch. Das da sollte zumindest ein bisschen selbstständig kämpfen können. Ja, die haben das alleine gemacht, da unten die Türme. Das war doch ganz gut. So, das Problem scheint zu sein, dass das hier oben die Lane ist, wo die vielen Gegner kommen. Und unten die Lane ist, wo die wenigen Gegner kommen. Gut, weiß man vorher nie. Deshalb kann man ja danach Equipment spezialisieren und ähnliches. Okay, das da unten läuft ganz gut. Wir machen hier ein Sprengfass hin, falls wirklich jemand durchkommt. Das hier oben ist mal per Hand verteidigen. Kann man nichts machen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, dass jetzt hier gleichzeitig Gegner aufschlagen. Teleportieren sich, deshalb waren die plötzlich neben mir. Jetzt wird es aber voll hier. Und die ganze Zeit oben auf die Karte, dass unten nichts passiert. Sieht aus, als wären die hier erstmal zufrieden mit sich.
Okay, na gut, das ist ja was, was man aus Orcs Must Die auch kennt. Dass man so ein Doppelding hat und man muss zwei Wege ordentlich verteidigen können. Nehmen die da erstmal weg. Das hier unten hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Einzige, was da noch helfen könnte, wäre, sagen wir mal, sowas hier. Wir bauen dann hier vorne noch einen Hydro-Sprinkler hin. So, und hier oben könnten wir die dann eigentlich noch ein bisschen länger beschäftigen. Und noch eine Kreissäge dahin parken oder zwei. Ihr könnt dann eigentlich sogar so einen Shooter hin, der da runterschießt. Und dann sollte das da eigentlich ganz gut halten. So, das hier war extrem schrecklich gewesen. Wir müssen mal gucken. So, die wollen von hier oben kommen, ja. Machen wir dann mal zu. Und dann können wir die hier unten noch eigentlich schön entlang ziehen. Muss ich kurz überlegen, wie das am besten funktioniert. Wenn ich die maximal lang laufen lassen möchte, dann machen wir hier zu. Dann machen wir da zu. Dann müssen die hier rum und da hoch. Dann kommen die hier durch. Das ist so ein schön langer Gang, wo wir arbeiten können. Hier können wir dann erstmal ganz gemütlich ein paar Kreissägen durchblasen. So, einmal. Direkt unten drunter dann. Es ist besser, wenn wir das tauschen würden, glaube ich. Das ist eigentlich egal. Einmal den. Und noch einen Sprinkler mit dazu. So. Kanone könnte eigentlich hier noch mit hin. Die hilft da mit Sicherheit. Da hängen schon die Dinger an der Decke. Ich verstehe. Und hier unten auf jeden Fall noch zumachen. Die Gegner nicht machen können, was sie gerne wollen. Wozu geht es da unten nicht. Ich hoffe, dass da hält. Dass da muss halten. Wir bauen hier unser Sprengfass rein. Hier unseren Turm. Gut, besser wie nichts, was ich da sehe. Und schon ist Schwertzeit. Wie gesagt, Schwertzeit wäre diesmal ein bisschen später, aber... anscheinend nicht. Gut, das war Welle 1 von 4. Das hier unten sieht sehr stabil aus, was ich da gebaut habe. Das ist da oben leider nicht so. Aber wir arbeiten ja noch dran. Von hier aus kann ich mit der Chain Gun hier zumindest ganz gut arbeiten. Und wieder ab nach unten. Hui! Ey, die haben wenig Chancen hier unten. Das habe ich gut zusammengebaut. Und da oben kriegen wir auch noch ein bisschen Geld zusammen, dass das alles passt. Karte oben im Auge behalten, dass sie nicht aus beiden Richtungen gleichzeitig kommen, wenn ich nicht hingucke. Nochmal Eis an, dann rein in die Gruppe. So, eine Welle haben wir noch. Meine Handgranate slowt auch nochmal. Das heißt, sie ist ganz gut, wenn ich hier einfach so in die Gegner reinschleudere. Ja, ich sehe, dass von unten auch welche kommen.
dass sie sogar durch möchten. So, es sollten alle down sein. Sehr ordentlich. Okay, ich hatte ein bisschen mehr gerechnet. Continue. Na gut, so, wir haben diesmal Mages mit dabei. Das hier unten war doch gar nicht so verkehrt. Das Einzige, was wir noch machen können, ist die Gegner auch ein bisschen länger laufen lassen. Wenn hier das zum Beispiel zumachen. Können da zumachen. Hier dann auch schon mal, sagen wir mal, eine Kreissäge abfeuern. So, das hier oben gefällt mir immer noch nicht so richtig. Dass hier besser wird, könnten wir, wobei die ganzen Kreissägen bringen jetzt auch nicht so viel. Wir können hier auf jeden Fall schon mal einen Verlangsamungsturm hinsetzen. Damit der ordentlich zieht, muss der nach hier. So, kommt ein Hydro-Sprinkler mit rein. Dann machen wir hier wieder zu. Sollte eigentlich ausreichend sein. Und dann ziehen wir einmal so, einmal so hier runter. Wenn die Gegner was zu tun haben. Was können wir noch Feines tun? Wie wäre es denn, wenn wir hier oben, wo die Gegner eh alle eingefroren sein sollten, so einen netten Kerl noch hinsetzen? Und dann schauen wir mal. Von unten zuerst diesmal. Das ist nicht gut, wenn die hier durchkommen jetzt und von oben kommen Gegner. Okay, das hat ganz gut gehalten mit diesem neuen Deckenstreitkolben. Da hat er gute Arbeit geleistet. Machen wir mal die Handgranate noch mit dazu rein. Okay, langsam werden die Fallen ein bisschen selbstständiger. Wir müssen hier abräumen, unten geht's weiter. Was ist denn bei ihm los? Er hatte keinen Bock gehabt, durch die Fallen zu sterben, ja. So, schmeißen wir den Kerl da mal hin. Wir müssen uns ein bisschen beeilen mit den Kills. Dauert so lang hier. Jetzt kommt nämlich unten schon wieder die nächste Welle. Da ist hier oben die noch nicht fertig. Granate rein für den Slow. Schieß mal die Schulterkanone da rein. Der Rest regelt sich hier hoffentlich so, weil wir müssen nach oben. Einmal runter, einmal Waffe wechseln. Ui! Okay, bis jetzt alles gar nicht schlecht, was ich hier sehe an neuen Sachen. Zeit runter zu wechseln, ne? War knapp. Er wollte, durfte aber nicht. So, hier mal ein bisschen Messerarbeit. Ist einer durchgekommen? Ich bin nicht sicher. Ne, 35. Sah kurz so aus, als wäre oben jemand durchgelaufen. Oh komm schon, Spiel, so schlecht bin ich gar nicht. Und ich mache hier ganz gute Arbeit. Die Gegner müssen nur schneller sterben.
Frage ist doch nur, wie? Ich weiß, dass der Deckenstreitkolben hier sehr gute Arbeit macht. Wir können hier einen zweiten anschließen. Oder tatsächlich hier schon einfach. Also dann müssten wir die da auch schon mal verlangsamen, das zu realisieren. Wenn wir den Kerl hier ansetzen. Der zweite Hydro. Dann, wenn die hier durchmarschieren, den da auslösen. Die sind hier ein bisschen schnell durch tatsächlich und da auch. Man hier nochmal ein bisschen umständlich. ...65 ist teuer, aber... ...Last Line of Defense, nicht? So, wir können noch zwei Stück einsetzen. Also wir wollen... ...die Gegner möglichst lang belästigt werden, ja? Das sollte eigentlich gehen, dann müssen die nach ganz unten. Schauen wir mal. Da kommt der Dude. Hier entlang. Ja, und dann ganz nach unten. Und die da müssen sich eben mit den ganzen neuen Sachen beschäftigen. Hoffentlich reicht es einigermaßen. Ich glaube nicht ganz dran, so wie das hier gerade gelaufen ist. Ich denke, diesmal kommt jemand durch. Deckenstreitkolben war wirklich gute Arbeit. Gehen die unten? Ich meine hier richtig ernst. Hat eigentlich unten das Held jetzt besser als oben das. Hey, dafür musste ich mich jetzt oben um nichts kümmern. Ist doch auch schön. Handgranate rein, dann sind die auch beschäftigt. Warum lief es oben jetzt so viel besser als unten? Jetzt nachladen, es ist gleich Schwertzeit. Und hochwechseln. Alter, wer hat denn die ganzen dicken Kerle eingeladen? Turm bitte. Das sind eine Menge Mages. Nachladen, Granate rein. Guck, die ist abgeprallt. Okay, den Bannerträger da machen die Türme, oder? Karte rein für den Slow, eine Menge Mages. Ja, falls noch mal einer hier zu mir durchkommt, kann ich hier schön in die Luft sprengen. Oh, jetzt sind oben auch noch welche, das ist nicht gut. Ja, die Mages hier unten abknipsen. Ihr nackten Kerle. Immer auf mich zu belästigen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Da brauche ich jetzt zumindest nicht meine Schulterkanone für zu verschwenden. Die behalte ich dann lieber für unten. Als da jetzt dann noch wer durchkommt. So, stellen wir noch was Fässchen auf. Ich sehe, dass oben noch jemand lebt. Denn hier durch, hallo? Ey, du da! Okay.
Okay, zwei Mages hier schießen wir noch. Wir sind noch auf 35 gewesen, oder? 1600 Kills. Ist jemand durchgekommen? Ich glaube nicht, oder? Ne, gab einen Haufen neues Zeug. Ja, okay, okay. War jetzt wieder ein bisschen länger als gedacht, aber ist immer ein gutes Zeichen, wisst ihr ja. Das war der erste Eindruck zu Castle of Alchemists. Gutes Spiel. Vor allen Dingen für 6 Euro oder was das gerade kostet, wenn das Video hier rauskommt. Schaut es euch mal an. Im Zweifelsfall nur die Demo. Dann wie immer, danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Kanalmitglied werden, ins Discord kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.